Ist der neue Trend jetzt von einem Google-Hupf abgedrängt werden und nach hinten geschoben werden? Immer diese rassistischen Google-Hüpfe. In der letzten Folge von Kirby und das magische Garn. Wir konnten das Hitzland im letzten Part abschließen. Und danach konnten wir endlich ins zuckersüße Hurraland gehen. Ach, da werden uns noch wunderschöne Parts erwarten, das verspreche ich euch. Und wir haben am Ende auch noch zu Kirby kennengelernt. Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kirby und das magische Garn. Wir spielen heute das Level Pilzfeld und da legen wir auch gleich los. Sorry, dass die Kamera irgendwie so komisch aussieht. Aber leider ist es draußen mal wieder dunkel, weil Winter und so, ne? Ihr kennt euch alle aus. Und ja, das heißt, ich musste leider das Ganze wieder ein bisschen überbelichten, was ich eigentlich sehr ungern mache, weil es echt scheiße aussieht. Aber ja, da kann ich halt leider nichts machen im Winter. Das ist ein bisschen blöd. Aber was will man machen, ne? Okay. Ich lasse mir da irgendwann mal nochmal was einfallen. Das verspreche ich euch. Irgendwann lasse ich mir da noch was einfallen. Oh, da hätte ich die komische Schnecke da hochwerfen können. Dann hätte das natürlich, wenn sie entlang des Bodens rollt, hätte sie das Ganze zerstören können. Und wenn ich ein bisschen weiter zurückgehe, dann funktioniert das auch ein bisschen. Ja, ich gehe einfach extra ein bisschen weiter zurück. Ey, du blödes Viech, ne? Du blödes Viech. Und das Ding stiehlt mir alle meine Perlen. Okay, aber eigentlich wollte ich heute was ganz anderes labern. Denn ich nehme das jetzt zu einem Zeitpunkt auf, wo ich die Kommentare der letzten Folgen alle vor mir liegen habe. Und da gab es natürlich zu dem ein oder anderen Thema, ja, so gewisse Meinungen. Und den Anfang macht in dem Falle jetzt erstmal diese komische Schnecke, die anscheinend einen einfach mitrollen lässt. Nee, den Anfang macht erstmal Seven mit einem Kommentar. Wo ich eben über dieses Gender Equality Scheißzeug da geredet habe. In Texten und so weiter. Also Doktor / Doktorin. Irgendwie sowas halt, ne? So Zeug. Das ist doch ätzend. Ja, genau. Darüber habe ich da ja geredet. Und darüber geht es in Sevens Kommentar. Und zwar schreibt er: Ich sag mal so, I don't care, mir ist es egal, dieses Thema Frauen sind überall benachteiligt, ist so ein großes Durcheinander, dass ich da heutzutage, dass es heutzutage für viele normal ist zu sagen, Hashtag Men are trash oder irgendwie sowas, also das gleiche über Männer zu behaupten, ja, es ist ein sehr verworrenes Thema, das gebe ich auch zu, das ist einfach ein Fakt. Dass das ein sehr verworrenes Thema ist. Und ja, das ist ganz komisch, was da am Abgehen ist. Und ich verstehe es auch nicht ganz. Diese Gender Equality, ehrlich gesagt, ich habe auch Kommentare gelesen von Leuten, die auch gesagt haben, das nervt die. Ich finde es einfach nur nervig. Ich meine, klar, es wird wahrscheinlich Leute geben, die von diesem Gender-Scheißzeug da nicht so betroffen sind, aber wir in der Schule bekommen das immer wieder mal von ein paar Lehrern reingedrückt. Ja, nee, muss man ja darauf achten, wie das gegendert ist und so. Eine modische Lampe in Form eines Pilzes, vielleicht wächst es ja noch. Also bei mir ist es schon so, dass ich in der Schule oft genug etwas mit diesem Gender-Zeug zu tun habe und mich nervt es schon. Also ich finde es halt einfach unnötig. Ich weiß nicht ganz, was es bringt, dass man Doktor / Doktorin dann auf einmal in dem Text stehen hat, anstatt nur Doktor oder Doktorin. Keine Ahnung was, ne? Aber wenn ihr mir das erklären könnt, warum man das macht und was es genau bringt, dann würde ich mich echt freuen, wenn ihr mir da eventuell einen Kommentar zuschreiben könntet. Denn ich verstehe es nicht. Und schlägst du mal kurz, weil dann kann ich dich, glaube ich, aufwickeln. Ja, oder auch nicht. Okay, den kann man anscheinend nicht besiegen. Interessant. Ey, Freundchen.
Ja, und irgendwie leckt es heute ganz extrem. Ich weiß nicht, ob es am Level liegt oder ob ich irgendwas im Hintergrund laufen habe, was zu viel CPU-Power oder sowas saugt. Bin ich mir gerade unsicher, aber das geht so nicht, Alter. Dem gehe ich mal ganz kurz hier, ja, auf die Spuren. Naja, vielleicht war es Chrome. Ich habe mal, ja, das hat ja schon mal gut geklappt. Ich habe mal Chrome zugemacht. Keine Ahnung, vielleicht war es Chrome. Aber ich denke mal nicht. Mein PC sollte eigentlich stark genug sein. Ich vermute halt noch immer, dass es leider am Emulator liegt, an der ROM. Dass der Emulator halt nicht hundertprozentig mit dem Spiel klarkommt. Gibt's ja auch, ne? Es laufen nicht alle Spiele immer rund mit einem Emulator. Das ist ja auch ganz klar. Das geht auch gar nicht. Hinter so einem Emulator steckt ja auch sehr viel Technik, was ich nicht alles verstehe. Deshalb, ja, ist verständlich, dass es mal vorkommen kann, dass ein Spiel nicht hundertprozentig hinhaut. Aber es ist ja super spielbar und alles. Also es behindert mich ja nicht am Spielen, diese Lags. Ich weiß nicht, wenn sie euch jetzt ultra stören würden, dann würde ich da schon nochmal irgendwas machen. Wobei ich glaube, ich nicht viel machen kann. Aber wenn es euch jetzt ultra krass stören würde, dann würde ich da mal nochmal gucken, was ich eventuell machen kann. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit, dass ich was machen kann, sehr gering ist. Freundchen, weg mit dir. So, wo ist denn der Weg, damit wir hier weiterkommen? Das würde mich mal interessieren. So, gucken wir mal. Zack. Also ja, diese ganze Sache mit dem Gendern und so weiter ist ein sehr verworrenes Thema. Und ich glaube, da könnte man sich stundenlang drüber unterhalten, ehrlich gesagt. Aber das will ich gar nicht. Das will ich gar nicht. Weil im Endeffekt ist es ja eh komplett scheißegal. Es ist komplett scheißegal und es juckt ja auch eigentlich keinen. Ne, von daher läuten wir mal die Glocken und bekommen nur 2 Sterne, weil ich zu blöd bin. Aber ist ja auch egal. Wir haben die Goldmedaille, von daher ist das Kack drauf. Also ja, dieses Gender-Zeug, ich weiß nicht. Wenn mir einer sagen kann von euch, was es genau bringt, dann gerne ab in die Kommentare damit. Vielleicht übersehe ich auch irgendwas, dass das tatsächlich sinnvoll ist. Wir haben 2 Schätze übersehen. Fuck. Also ja, toll. Naja, wir werfen jetzt erstmal unser tolles Tortendingsbums da und erschaffen hier eine Torte. Nice. Und damit haben wir das erste der Tortenlevel freigeschalten. Im Zuckerpark sind wir dann. Ja, den Zuckerpark machen wir noch in dem Level. In dem Level, in dem Pass. Aber jetzt erstmal holen wir die beiden vergessenen Schätze nach. Lol, WTF, wie konnte ich denn diese Schatzkiste übersehen? WTF. Ich war ja mal komplett Brain AFK. Ein Pilzbett. Jetzt habe ich den Text weggedrückt, aber es war auf jeden Fall ein Pilzbett. Lol, und ich habe die Musik-CD, glaube ich, auch gefunden gerade. Ja, ist ein sehr verworrenes Pilzlabyrinth, muss ich aber auch zugeben. Also hier auf Anhieb alles finden ist natürlich blöd. Und wenn man dann gerade über ein Thema redet und vergisst, dass man ja eventuell nach den Schätzen suchen sollte, ist halt auch ein bisschen blöd. Aber naja, was willst du machen? Kannst du gar nichts machen. Okay. Nein, 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 nein. Kacken. Du blödes Ding, du. Das gibt's ja nicht. Waddle du, Alter, was geht denn mit dir falsch? Boah, schockt mir da erstmal alles rein. Zack. Und jetzt noch den Pilz hier. Und dann... Oh, wir brauchen diese tolle Schnecke. Okay, jetzt schmeißen wir die mal kurz runter. Und jetzt hat die uns auch alles zerstört. Dankeschön. Dankeschön für die Musik-CD. Danke, danke, danke. Diese Musik läuft im Pilzland. So sehe ich das auch. Okay, jetzt haben wir das Pilzfeld abgeschlossen mit allen Sammelobjekten und jetzt gehen wir in den Zuckerpark. Und das sieht doch schon wieder so geil aus, Alter. Mann! Jetzt bekomme ich Hunger. Das ist doch kompletter Betrug, Alter.
Kompletter Betrug, würde ich mal behaupten. Oh Mann. Hier sieht alles so lecker aus. Erdbeeren, Donuts, Kekse. Oh. Warum? Warum tut ihr mir das an? Oh mein Gott. Wow. Die Juwelen sind ja sogar in Bärenform. Also nicht in Bären mit Ä, sondern Bären mit E. Ja, lecker mio. Boah, so geile Donuts mit... das sind so geile Kekse, die halt so ein kleines Stückchen Schoko dran haben. Oh, das, kennt ihr die Kekse? Die sind so geil. Ich liebe die. Ich habe die früher immer gegessen. Aber habe ich schon lange eigentlich nicht mehr gegessen. Mann, warum eigentlich nicht? Okay, hier bekommen wir wieder einen Besuch vom Pudding. Pudding. Und Pudding kaputt machen. Jawohl. Okay, Pudding kaputt machen. Kennt ihr euch alle aus, Freunde. Und runter da. Ich würde gerne den 2-Sterne-Badge haben. Jo. Ich habe mir auch noch ein paar Kommentare für die nächsten Parts rausgesucht. Ihr dürft mir gerne wieder irgendwelche Kommentare... Kommentare schreiben oder natürlich auch Fanarts und so zeichnen. Ist alles immer super gerne gesehen. Würde mich echt freuen. Danke schon mal an der Stelle. Okay. Zack. Immer sau viele Perlen mitnehmen. Das muss halt einfach sein. Ah, lol. Den Stern würde ich eigentlich schon gerne haben. Chill. Boah, das ist immer so close. Die Musik, ne? Die ist schon was ganz Spezielles. So, hier haben wir ein Donutkissen. Dieses lecker aussehende Kissen würde gut in einen Kaffee passen. In einen Kaffee rein, auf jeden Fall. Das Kissen in den Kaffee rein. Der Donut, ja. Das Kissen in den Kaffee rein, nein. Also, würde ich zumindest nicht empfehlen. Ich weiß nicht, ob das irgendwo gerade wieder so ein Trend ist. Ich meine, auf YouTube findet man ja ständig irgendwelche neuen Trends, ne? Ist halt so. Da vergeht keine Minute ohne einen neuen Trend. Und was ist denn jetzt los? Ist der neue Trend jetzt von einem Google-Hupf abgedrängt werden und nach hinten geschoben werden? Immer diese rassistischen Google-Hüpfe. Ist das die Mehrzahl von Google-Hupf? Google-Hüpfe? Ah, leck mich. Ja. Genau. Sag ich ja. Haben wir hier irgendwas Spezielles? Bringt es etwas, dass ich hier im Kreis mitfahre? Oder bringt es nichts? Ich weiß es nicht. Aber nein, es hat genau gar nichts gebracht. Okay, nochmal mache ich das nicht. Nochmal mache ich das sicherlich nicht. Doch schon. Nein, ich dachte eigentlich, dass da unten eventuell ein Schatz sein könnte. Dann halt nicht. Boah, schon wieder so geile Kekse. Ey, lecko mio. Das sieht so geil aus. Oh, mein Gott. Ja, wir haben uns immerhin wieder einen Großteil zurückgeholt. Ein Großteil ist besser als gar nichts. So, komm, Mr. Schirmy Guy. Oder Schirmwaddledy. Oder ich weiß gar nicht, wie die heißen. Oh, kleine Smileys sind ja auch drin. Ja, geil. Saugeil. Feier ich echt richtig hart. Also, die Welt ist, glaube ich, schon so fast meine Lieblingswelt. Einfach wegen diesem geilen Theme. Das geile Theme hier, das... Ja, das macht schon einiges aus. So. Und jetzt würde ich noch ganz gerne nach da drüben kommen, weil wir haben es ja gerade gesehen, da ist ein Schatz, der auf uns wartet. Ja, so sieht's aus. Okay. Und Schatz her. Die Musik-CD. Diese Musik läuft in Grasland. Okay, jetzt haben wir die Musik von Grasland bekommen. Interessant. Interessant. Und jetzt wieder nach oben. Denn was wir auch gerade vorher noch nicht geholt haben, ist diese Waddle-Doo. Aber auch hier oben diese Treppe haben wir ignoriert, weil ich eigentlich dachte, das ist der Weg, wo es weitergeht. Nee, nicht ganz. Ich glaube, das ist der Weg zum zweiten Schatz. Denn die Musik-CD haben wir, glaube ich, schon ein bisschen vorgegriffen. Oh, lol. Das ist das Maulwurf-Power-Up. Das ist ja das Maulwurf-Power-Up. Ja, lol. Okay.
Okay, sehr interessant. Wir müssen uns jetzt hier einen Weg hochbauen, oder? Kann das sein? Kann es sein, dass wir uns hier einen Weg hochbauen müssen? Ich glaube, das haben wir aber ganz gut geschafft, oder? Noch ganz kurz die letzten Juwelchen mitnehmen. Dann bin ich zufrieden. Und zurückverwandeln. So, und ich war, glaube ich, tatsächlich richtig, dass wir uns hier einen Weg hochbahnen müssen. Haben wir ja bisher ganz gut hinbekommen. Hier beim letzten halt nicht, ne? Hier beim letzten irgendwie nicht so. Aber wir bekommen es trotzdem eingesammelt. Dessertkommode. Ein Augenschmaus für alle, die eine Schwäche für Süßes haben. Und das bin auf jeden Fall ich. Ich habe wirklich eine Schwäche für Süßes. Das ist schlimm. Das ist immer so phasenweise bei mir. Manchmal habe ich richtig Bock auf was Süßes und könnte ungefähr 10 Tafeln Schokolade auf einmal mir reinhauen. Also wirklich so auf einmal, ne? Alle 10 Tafeln mit Verpackung, so wie ich hier gerade eine liegen habe, ja. Hier habe ich gerade irgendwie Milka Schokolinsen, ja, einfach so. Ja, genau. Und davon 10 Stück auf einmal. Ich habe mir die gerade übrigens wirklich in den Mund gestopft. Ich bin so kaputt, Alter. Ja. Genau, so sieht's aus. Ich bin kaputt, Freunde. Ich bin richtig hart kaputt. Hololol. Das war sehr riskant. Aber wir haben ja alles, von daher alles Chili-Milli hier. Und hier ist ja auch schon das Ziel. Irgendwie haben wir nie die 5-Sterne-Medaille oder auch nicht die 3-Sterne-Medaille. Warum bin ich so inkompetent, Freunde? Ich weiß es auch nicht. Aber passiert mal, ne? Passiert mal. So, ein Lolli haben wir jetzt bekommen. Okay. Schön. Schön, schön. Zack, weiter geht's. 40.000, also ich glaube, wir können die nächste Anzahlung bei unserem guten Herrn Willi Webstuhl schon mal machen. Das dürfte bald möglich sein. Und im nächsten Part werden wir uns auf jeden Fall wieder den Minigames widmen. Aber jetzt werfen wir mal erstmal unseren Lolli. Der sollte im Normalfall das zweite Tortenlevel freischalten. Alles klar. Sehr geil. Bisher sah die Welt noch sehr leer aus, aber sie füllt sich. Das ist schön. Dorf der Musik ist als nächstes dran. Und ich würde sagen, wenn euch der Part gefallen hat, dann könnt ihr natürlich gerne wieder einen Daumen nach oben da lassen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und tschüss.